Hallo und herzlich willkommen zurück bei Battlefield Hardline. In der letzten Folge haben wir hier noch ordentlich aufgeräumt in diesem Separatisten-Camp und ja, keine Ahnung, was da jetzt noch folgen mag. Auf alle Fälle ist hier irgendwo noch ein Hinweis. Ah, hier ist ein Hinweis. Beweismaterial, ein Handy. Handy. Ein Einweg-Prepaid-Handy. Die einzige gespeicherte Nummer gehört Stoddard. Barnes muss irgendwie mit Dawes in Verbindung stehen. Er wurde wegen Boomer hierher geschickt, ihrer einzigen Spur zu mir. Okay. Agent Barnes kam auf der Suche nach Boomer hierher. Also auf der Suche nach mir. Hinter mir war die Armee her, das FBI und das LAPD. Aber die ATF? Das wäre mir neu. Tja. Ich blick langsam nicht mehr durch. Was haben wir denn hier? Ach, noch ein M16A3. Nee, wir brauchen nicht noch eins. So. Wo ist eigentlich der Chef hier? Der muss doch auch noch irgendwo zu finden sein. Gucken wir mal, wo das nächste... Da unten ist auf alle Fälle was. Ja, ich habe schon gesehen. So, müssen wir mal gucken. Ist das jetzt nur eine Waffenkiste, oder was? Das ist tatsächlich nur eine Waffenkiste. Naja, egal. Wir könnten dem jetzt aber hier eine neue Tarnung verpassen. Okay, nichts mehr weg hier. Oh, oh. Hört doch mal auf mich zu schießen. Ich bin total netter. Ich möchte nur reden. Oh Mann, nichts geht aus hier. Ach du Schande. Na? Ich hätte vielleicht doch ein Scharfschützengewehr nehmen sollen. Sprengen wir denen noch das Auto weg. Moment! Na, komm rum. So, das war's dann. Es gibt nur einen Ausweg. Wir müssen zur Straße. Na gut, dann komme ich einfach mal wieder raus. Und irgendwo hier dürfte ein Auto sein. Aber wir haben doch noch ein paar Beweise, oder? Ja, ich kann jetzt noch nicht gehen. Ich muss hier noch mehr Beweise finden. Das geht so nicht. Wir machen hier nur richtige Polizeiarbeit. Ja, aber das will ich hier gar nicht markieren. Und diese Kiste da unten kenne ich doch schon. Was ist denn hier? Hm? Also dieses Zeug hier, das... Also manchmal nervt das schon. Das funktioniert doch nicht. Na? Ah. Nein. Oh Mist. Verdammt. Agent Barnes gilt derzeit als vermisst. Er ermittelte sicher zu Alberts Geschäften. Aber wenn seine Marke noch hier ist, wo ist Special Agent Barnes dann? Na, der ist umgebracht worden und man hat die Marke behalten. Was wolltest du hier, Agent Barnes? Eine sehr gute Frage. Könnte mit dem Bombenbauen zusammenhängen, oder? So, wo ist der nächste Hinweis? Der ist irgendwo hier drin. Oh, noch mehr Drogen. Ein Hotshot-Labor. Alberts Hotshot-Drogenlabor. Das erklärt, wie sie sich all diese Geräte und Waffen leisten können. Aber es ist immerhin gut, dass die Hotshot-Quelle nun zum Versiegen gebracht werden kann. Alberts Leute haben die ganze Zeit schon Hotshot produziert. Ah, ja, das erklärt einiges. Erklärt vor allem, wieso die so viel Geld haben. So, wo ist unser nächster Hinweis? 69 Meter in diese Richtung. Dann gehen wir doch nochmal darüber. Und jetzt 31 Meter. Wo zum Geier soll das denn bitte sein? 12 Meter, dann ist es irgendwo da drin. Yep.
Ein Boomer-Dossier. Barnes hatte ein Dossier zu Boomer bei sich. Er war also nicht wegen Albert hier, sondern er war an Boomers Vergangenheit interessiert. Aber warum sollte die ATF denn hinter Boomer her gewesen sein? Sehr gute Frage. Subject: Marcus Eugene Boone. Deckname: Boomer. Schwarz, Größe 1,73, Gewicht 70 Kilogramm, Adresse bla 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 und eine Fahrerlaubnis. Bekannte Partner: Henry Kang? Obergefreiter der US-Armee. Einsätze im Irak 2004 bis 2006, unerlaubtes Entfernen von der Truppe 2007. Haftbefehl wegen Nichterscheinens. Vater verstorben, Status der Mutter unbekannt. Oben aufgeführte Adresse ist falsch, oben aufgeführte Fahrerlaubnis ist gefälscht. Keine bekannten Bankkonten. Wüstenkommune 2010 bis 2012. Grenzgebiet Kalifornien, Nevada. Untersuchung bei Tony Albert. Survivalisten-Arschloch, mehrere Haftbefehle, äußerst gefährlich. Boone hatte offenbar ein Verhältnis mit Alberts Tochter. Wie ist er mit Mendoza verbunden? Albert hat eine Behördenakte über dich. Was? Was steht drin? Sie ist sehr ausführlich. Ja, können wir jetzt einem Boone trauen oder nicht? Da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Aber wir werden es, glaube ich, noch rausfinden. Spätestens dann, wenn uns die nächste Person verrät. Warte mal, was hatte der jetzt für eine Waffe dabei? Ach nee, war nur so ein Ding. Tja. Es sind auf alle Fälle weniger Spinner unterwegs jetzt. Wir haben ja ordentlich aufgeräumt. Hallo, Una. Hier rüber, los. Na los. Schnell, einsteigen. Jetzt ernsthaft. In diese Schrottkarre. Oh Mann, das ist ja eine Zumutung. Gut, dann fahren wir doch mal weg hier, aber... Hey, was ist hier eigentlich los? Bereiten die sich hier alle schon auf ihre eigene Apokalypse vor, oder wie? Ja, Tony ist... durchgeknallt. Ach was. Wozu braucht ihr überhaupt einen Safe-Knacker-Roboter? Um was zu klauen? Die hat noch immer ihr GPS-Armband an. Es ist einem wohltätigen Zweck. Rüber zum Flugplatz, da ist der Brecher. Okay, bist du sicher, dass er da ist? Klar bin ich sicher. Da lagert Tony seinen ganzen Kram. Fahr einfach. Na, dann tun wir das doch einfach mal. Okay, eine Sache verstehe ich nicht. Ach ja? Es gibt so einiges, was ich nicht verstehe. Hörst du mir zu? Nur Augen auf beim Fahren. Ich dachte, Nick wäre einer deiner Arschlochfreunde. Aber in Wahrheit ist er ein Cop, was irgendwie noch schlimmer ist. Aber egal. Ja. Du weißt, dass du jetzt mit uns kommst, oder? Ist das so? Scheiße! Scheiße. Oh, Boomer. Mann. Ich könnte euch auch an diesen Stoddard-Typen übergeben und mir 250.000 Scheine verdienen. Was soll denn das jetzt? Mann, ich verarsche euch doch nur, Jungs. Du hast sie doch nicht, Alter. Die ist nicht mal geladen. Okay. Oh. Ich will nicht! Was war das denn jetzt? Jetzt hat uns bestimmt dieser Spaten schon... Nein, noch nicht. Sind alle okay? Nun ist verletzt! Mich hat's am Arm erwischt. Ja, mein Bein ist am Arsch. Mann, wir müssen Hilfe holen. Marcus, die Typen aus dem Hinterhalt, sie kommen. Du weißt ja noch, warum? Stimmt. Nick. Wieso nimmt sie das blöde Band nicht einfach ab? Ich überleg mir was. Im Kofferraum sind Waffen. Okay. Fürs Protokoll. Hier hat sich einiges geändert. Einiges. Ich seh's schon. Für meinen Geschmack hat sich hier unglaublich viel geändert. War da jetzt noch irgendwo jemand drin? Das ist unser Plan B. Immer schlimmer. Ich könnte jetzt ein bisschen mehr Munition gebrauchen.
Und umschalten. Na los, 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 los. Oh Mann. Hier kommt ein Molotow-Cocktail. Kommt doch noch einer rum. Oh, verdammt! Oh. Lauter Spinner hier. So. War's das jetzt bitte? Och, sehr gut. Okay, das war's. Die hat doch noch irgendwas vor, hey. Oder? Alles okay? Ihr müsst mir einen Gefallen tun. Tony ist ein Jäger, also brauchen wir eine Ablenkung. Außerdem geht mir die Wüste auf die Nässe. Du kommst echt nicht mit? Wir bringen dich ins Krankenhaus. Ach, ihr habt doch genug zu tun. Der Flughafen ist da lang. Beeilung. Hey, Duni. Ach ja. Viel Glück. Man danke. Sieht sich. Und sag Tony, dass er eine Pissnecke ist. Dann fahr. Nein, wir dürfen einen Wüstenbuggy fahren. Oh. Das wird lustig. Hey! Sollen wir uns mal dieses ausgebrannte Haus da ansehen? Das Feuer sieht frisch aus. Welches ausgebrannte Haus denn bitte? Was? Den Scanner öffnen? Ja, wie jetzt? Sollen wir hier so mal reingehen? Dann werden wir das doch tun, was? Wo führt uns das denn jetzt bitte hin? Oh! Ich habe ja die Vermutung, hier liegt der gute ATF-Agent. Ja. Grab eines ATF-Agent. Der Ort, an dem Agent Barnes begraben wurde, ein solches Ende hat niemand verdient. Das stimmt wohl. Ich muss nachher Bescheid zeigen, dass wir ihn gefunden haben. Alpert kommt nicht ungestraft davon. Na, hoffentlich. Nur mal zur Info. Als ich Tony Alpert kannte, hätte er sowas nicht gemacht. Ja, er hat sich halt geändert, ne? So, der nächste Hinweis ist in diese Richtung. Na, dann gucken wir doch dort auch nochmal schnell hin und dann ist gut. Dann können wir tatsächlich weiterfahren. Das ist sein Auto. Jep. Natürlich, und man sieht das ja auch. Es hat diesen typischen Polizeisuchscheinwerfer dort. Nummernschild. Auf Darius Barnes registriert. Barnes parkte offenbar hier, damit man ihn nicht anhand seines Nummernschildes identifizieren konnte. Er wusste wohl zu genau, dass Alpert und seine Leute keine große Lust auf Agents der Regierung hatten. Ja. Die haben ihn wohl beim Tanken geschnappt. Ach, scheiße, Mann. Aber jetzt haben wir das auch aufgeklärt. Wir könnten nochmal gucken, ob hier... Oh. Wir haben da echt Sachen übersehen. Wir werden also die Hotshot-Lieferkette wohl nie zu Ende kriegen. Zumindest nicht in diesem Let's Play. Schade. Ich hätte da mal wirklich genauer darauf achten müssen. Also gut, zurück ins Fahrzeug und ab in die Wüste. Ja toll, jetzt dürfen wir doch wieder nur die Straße fahren. Oder? Der Dad wird jetzt mit allem, was er hat, hinter uns her sein. Nicht, wenn wir vorher abhauen. Ist noch ein Flughafen. Vielleicht finden wir ein Flugzeug. Also, was hat Tony gemeint, als ich sagte, Tony lagert seinen ganzen Kram hier am Flughafen? Tony hat schon immer Sachen gesammelt. Je illegaler, desto besser. Wirklich? Was denn zum Beispiel? Schwarzmarkt-Armee-Kram, Panzer, Helikopter, sogar Flugzeuge hat er. Oh, Tony hat einen Haufen Geld, Mann. Drogenkohle. Außerdem nimmt er sein Recht auf Waffenbesitz echt wörtlich. Ich vermute ja, dass uns da noch irgendwas ordentlich einheizen wird. Walter, der Flughafen ist da vorne. Vielleicht fährt er dann tatsächlich mit einem Panzer auf. Tja, und du warst echt mal ein Bulle? Naja, mein Dad war auch ein Kerl. Echt jetzt?
kein gewöhnlicher Körper. Sagt dir die SDI was? Kubanische Geheimpolizei? Okay, okay, also bist du seinem Vorbild gefolgt? Wie man's nennt. Sein Job war es, Häftlinge zu grillen. Und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Oh. Deshalb bin ich Cop geworden. Ein echter Cop. Tut mir leid. Sorry, dass nichts draus wurde. Ja, man muss offenbar kein Cop sein, um Typen wie ihn aufzuhalten. Ja, und was jetzt hier am Flugplatz genau passiert, das seht ihr dann wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Ciao.